Hallo, ihr Lieben. Einen wunderschönen Sonntagmittag wünsche ich dir, wünsche ich euch. Bei strahlendem Sonnenschein, auch wenn es draußen wohl ein bisschen kalt ist, aber hier ist strahlender Sonnenschein und windig ist es. Und ja, wir freuen uns jetzt auf einen schönen Spaziergang, den wir gleich hier machen werden. Aber zuvor, Tag 4, Challenge, raus aus Mangel und Orientierungs Losigkeit rein in die Seelenfreude. Ihr Lieben, wie geht's euch? Wie geht's dir? Wie geht's euch nach der gestrigen Übung, die wir gemeinsam gemacht haben? Hallo, liebe Romy, schönen guten Tag, schönen guten Mittag, schön dich zu sehen hier. Schreibt's doch gerne mal ins Kommentarfeld rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin, damit ich das weiß, oder schenkt mir einen Daumen hoch oder ein Herzlein, bevor wir hier jetzt anfangen, starten und noch weitere hier live dazukommen. Ich wundere mich gerade so über mich selbst so ein bisschen, wie wenig ich mich von irgendwas da draußen anstecken lasse, wie sehr ich weiß oder spüre oder wahrnehme, dass gerade die Dinge, die jetzt da draußen so geschehen, ihren Sinn haben, ihren tieferen Sinn, um uns allen zu einem höheren Bewusstsein zu verhelfen. Und auch wenn ich so dran denke, also ich kann es nicht richtig greifen, aber ich habe einfach so das Gefühl, dass das alles irgendwo so einen tieferen Sinn hat. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, normalerweise würden mein Mann und ich jetzt in der Bahn hocken. Wir haben uns da im Erste-Klasse-Abteil in Platz reserviert, wären auf dem Weg nach Amsterdam, um morgen dann weiterzufliegen nach Den Passar. Und da ist ja jetzt Einreisestopp. Und ich weiß aber ganz genau, auch wenn ich es nicht greifen kann, und deshalb bin ich damit auch gar nicht so im Kram oder im Unfrieden, dass es seinen Sinn hat, dass das Seelenfreude-Retreat auf Bali erst im Oktober jetzt stattfindet. Und ich hatte heute Morgen noch ein Gespräch mit zwei wunderbaren Menschen, die da auch dran teilnehmen, wo wir über verschiedene Dinge gesprochen haben. Und sie eigentlich auch instinktiv gespürt haben, dass genau jetzt es auf irgendeine Art und Weise so seinen Sinn hat, dass das Bali-Retreat eben erst im Oktober stattfindet. Und die ganze Familie, ich meine, unsere Kinder, die werden nächste Woche am Sonntag nachgereist, die werden erst eine Woche später dazu gekommen, weil wir meine Schwiegermutter nicht so lange allein lassen wollten hier. Hatten wir verschiedene Hinflüge gebucht und die sehen das irgendwo genauso. Unsere Tochter hat letzte Woche, als das klar war, dass wir Bali verschieben, sofort gesagt, es hat seinen Sinn. Und was wäre, wenn du dich auch dem Gedanken öffnest, dass alles jetzt auch zu deinem höchsten Wohle geschieht und du nicht in den Mangel und in die Orientierungslosigkeit abrutschen müsstest? Und auch mal wahrnimmst die ganzen Gedanken, die dich gerade so beschäftigen, im Hinblick vielleicht auf Angstmache, auf Panik, im Hinblick auf Hysterie, im Hinblick, was ist, wenn, also so Worst-Case-Szenario. Was wäre, wenn genau jetzt die Veränderung geschieht, die wir eigentlich wollen, auch wenn es jetzt so ausschaut, dass es nicht so ist? Was wäre, wenn gerade jetzt so diese Zeit mit dem, was jetzt so gerade da außen geschieht, auch wenn es zunächst mal anders ausschaut, aber genau die Wende geschieht für uns Menschen, für Mutter Erde, die wir im Grunde genommen uns alle wünschen. Und was wäre, wenn du jetzt diese Zeit der Herausforderung nutzt, wirklich hineinzuschauen, was genau entspricht denn deinem Thema, was genau entspricht deiner Lebensaufgabe, was genau entspricht deinem Seelenplan. Sei es, dass du jetzt dich zu Hause gefangen fühlst, im Homeoffice bist, vielleicht arbeitssuchend bist,
oder vielleicht auch selbstständig schon bist, vielleicht auch nebenbei selbstständig bist, aber dein Business noch nicht dir das Einkommen bringt, dass du richtig gut von leben kannst, dass du deinen anderen Job aufgeben kannst, oder wenn du schon selbstständig bist, komplett, dass du jetzt dahingehend von Existenzängsten geplagt bist. Wie geht's jetzt weiter? Wenn du da jetzt die Zeitenergie nutzen würdest, um mal nochmal näher hinzuschauen, so wie ich jetzt gerade aufgestellt bin, ist das wirklich so mein Ding? Ist das wirklich total meins? Oder, und das stelle ich gerade immer wieder bei Selbstständigen fest, gibt es da noch so ein paar Stellschrauben zu drehen, sodass die Selbstständigkeit auf ein ganz anderes Level gebracht werden kann, dass es wirklich funktioniert. Oder wenn du nebenbei selbstständig bist, dass es da so ein paar Stellschrauben gibt, die dann wirklich deinem Seelenplan entsprechen, dass das Ganze mal so funktioniert, wie du es gerne möchtest. Was wäre, wenn deshalb jetzt so genau der richtige Zeitpunkt da wäre, wo du mit die Quelle von denen sein darfst, die jetzt da draußen die Welt ein Stück weit besser machen können und ein bisschen mehr zum Frieden beitragen können. Denn der Frieden, der Weltfrieden, den wir uns da draußen wünschen, der beginnt doch bei uns jeweils selbst. Was wäre, wenn genau jetzt das Richtige dazu wäre, der richtige Zeitpunkt? Wenn es darum ginge, jetzt genau dein Ding zu finden und deine Botschaft daraus zu tragen. Okay? Und wir damit mal die Aufmerksamkeit auf die Chancen richten, die für uns alle, auch für dich und vor allem für dich, weil du jetzt hier in der Gruppe bist, dieses Video jetzt vielleicht live anschaust oder zu einem späteren Zeitpunkt dir das Replay anschaust. Was wäre, wenn genau jetzt für dich der richtige Zeitpunkt wäre, diese Zeit zu nutzen, um genau herauszufinden, was hier dir selbst entspricht, deinem Seelenplan, deiner Lebensaufgabe? Und rückblickend sagen könntest, wow, es hat zunächst ganz anders ausgeschaut, als ich es dachte, aber was ist alles Großartiges daraus entstanden? Für mich, also für dich und für die Welt da draußen durch dich. Ja, was wäre? Okay. Und da würde ich jetzt mal gerne noch eine kleine, ja, meditative Übung mit dir machen. Bist du bereit? Hallo, liebe Eva, hallo, liebe Miriam, hallo, liebe Monika. Ihr Lieben, seid ihr bereit? Wir schließen mal gemeinsam die Augen. Atmen mal einige Male aus. Gerne durch den Mund ausatmen. Die Schultern sinken lassen. Lass dich in deinen Körper sinken. Im Kontakt zur Mutter Erde auf, die dich nährt und trägt. Die uns alle nährt und trägt, die immer wohlwollend an unserer Seite ist. Und stell dir mal vor, wie du mit dem Ausatmen all das loslässt, was nicht wirklich zu dir gehört. Du musst nicht an spezielle Dinge denken. Stell dir einfach vor, mit dem Ausatmen lässt du jetzt all das aus deinem Energiesystem raus, aus deinem physischen Körper, deinem feinstofflichen Körper, aus allen Ebenen deines Seins lässt du über dein Ausatmen durch den Mund all das raus, was nicht wirklich zu dir gehört. Und um das zu unterstützen, kannst du dir gerne mal vor deinem geistigen Auge eine goldene Schale vorstellen. Und stell dir vor, wie du all das, was jetzt nicht wirklich zu dir gehört, in diese goldene Schale ausatmest. Mach dich leer. Und das machen wir jetzt gemeinsam mal eine Minute. Für dich gibt es weiter nichts zu tun, als einfach nur durch den Mund auszuatmen. Und all das, was nicht wirklich zu dir gehört, an Gedanken, Gefühlen, Emotionen, an Ängsten, an Wut, an Zweifel, an Hass, an Zorn, an Neid, all das, was nicht wirklich zu dir gehört, all die Energien und Konstrukte, die du da auf dich geladen hast,
Stell dir vor, wie du es dir jetzt ganz einfach machen kannst und das alles durch den Mund ausatmen, abgeben kannst in die goldene Schale, die vor deinem geistigen Auge schwebt. Lass Zeit dazu jetzt. Wunderbar. Und dann entlassen wir diese goldene Schale ans Universum. Das weiß, was damit zu tun ist. Um die Entsorgung brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Und dann lade ich dich ein, jetzt mal in dein Bewusstsein zu lassen, die Energie, die jetzt für dich am hilfreichsten ist. Die Energie, die jetzt für dich am hilfreichsten ist. Lausche mal auf den ersten Impuls, der in dein Bewusstsein kommt. Vielleicht ist es Freude, vielleicht ist es Gesundheit, vielleicht ist es Leichtigkeit, vielleicht ist es Harmonie, vielleicht ist es Frieden, Heiterkeit, Spaß, was auch immer. Lausche mal auf den ersten Impuls, welche Energie dir jetzt am zuträglichsten ist, am hilfreichsten ist. Für dich, für deinen Körper, für dein gesamtes Energiesystem. Okay. Und wenn du diese Energie hast, dieses Wort, was diese Energie repräsentiert, dann lade ich dich ein, dass wir jetzt gemeinsam mal aus dem Universum diese Energie in unser Leben ziehen. Also mal Beispiel, wenn die Energie der Liebe jetzt für dich am hilfreichsten ist, wir machen das jetzt gleich für 2 Minuten gemeinsam, stellst du dir vor, wie du diese Energie mit dieser Bewegung aus dem Universum zu dir ziehst. Und damit du dich da noch besser drauf fokussieren und konzentrieren kannst, würde ich dir vorschlagen, die Augen aufzuschließen. Ja? Bist du bereit? Also einfach vorstellen, wenn du die Energie der Liebe hast oder Ruhe oder Frieden, was auch immer, es können auch mehrere sein, dann machst du es abwechselnd. Einfach dir vorstellen, wie du die Arme hochbreitest und aus dem Universum, aus allem, was ist, aus den Universen, aus Multiversen, aus allem, was es da draußen gibt, genau die Energie mit dieser Bewegung in dein Leben ziehst. Okay? Also, bereit? 2 Minuten machen wir das gemeinsam. Auf los geht's los. Und du kannst dabei auch gerne ganz tief einatmen und ausatmen. Mit dem Hochheben der Arme einatmen, mit dem Runternehmen ausatmen und dir vorstellen, wie du genau die Energie jetzt in dein Leben ziehst. Alright? 2 Minuten.
Jawohl. Sehr schön. Und dann leg deine Hände auf die Oberschenkel. Komm mal in die Stille. Und weiter gibt es jetzt nichts zu tun, als einfach mal eine Minute lang so da zu sein und diese Energien wahrzunehmen, die du jetzt in dein Leben gezogen hast. Deinen Körper zu spüren. Mal nachzuspüren, wie es dir jetzt geht, wie du dich jetzt fühlst. Vielleicht kannst du das Pulsieren in deinem Körper wahrnehmen. Wie fühlst du dich jetzt? Nimm wahr und genieße. Für eine Minute jetzt einfach so bei dir zu sein, in der Stille zu sein. Und diese Energie zu genießen. Du hast Zeit dazu jetzt. Wunderbar. Und dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie du die Energie, die Augen bleiben gerne weiter geschlossen, dass du besser in deiner Wahrnehmung sein kannst, die Energie, mit der du dich jetzt aufgetankt hast, wie du dein Herzchakra öffnest und diese Energie weiter strömen lässt an deine Lieben, an die Menschen in deiner Umgebung, aber auch darüber hinaus. An die gesamte Menschheit, an Mutter Erde, an die Tiere, an die Pflanzen, ans Universum. Und wie gleichzeitig über dein Kronenchakra diese Energie auch nochmal zu dir zurückströmt, bis zu deinem Herzchakra strömt und von dort aus wieder weiterströmt. Stell dir mal vor, wie du in diesem Kreislauf dich jetzt befindest, diese Energie weiter anzunehmen, die in unendlicher Menge da ist. Du selbst entscheidest darüber, ob du dich davon abschneidest oder ob du sie weiter fließen lässt. Und du weißt tief in deinem Herzen eigentlich auch, dass du sie weiter fließen lassen möchtest. Erlaube dir, sie anzunehmen. Über dein Kronenchakra weiter strömen zu lassen bis zu deinem Herzen und von dort aus wieder weiter zu senden an alles, was ist. Mach das auch mal. Eine Minute jetzt. Und fühl dich so auch ganz verbunden mit deinem wahren Kern, mit deinem wahren, unendlich großen Wesen, mit allem, was ist. Wunderbar.
Und dann nimm einen tiefen Atemzug, öffne wieder deine Augen, komm wieder zurück hier, sei wieder hellwach, topfit und voll guter Energie. Ganz in der Gewissheit, auch wenn du jetzt die Augen aufhast und wieder im Alltagsbewusstsein bist, dass dennoch diese Energie, wenn du das möchtest, weiter zu dir strömt, alle Ebenen deines Seins durchflutet und durchpulst und du sie weiter fließen lassen kannst an das gesamte Universum, an alles, was ist, an die Menschen, an die Tiere, an die Pflanzen, überall dahin, wo sie vor allem gebraucht wird. Fühl dich so ganz verbunden, fühl dich so ganz in der Fülle angekommen und fühl dich so ganz angekommen zu wissen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Dass du nicht mehr weiter orientierungslos rumirren musst, sondern dass tief in dir du weißt, du bist auf dem richtigen Weg. Gibt es vielleicht noch so ein paar Dinge zu entdecken, noch weiter ein paar Stellschrauben zu drehen, aber du bist auf dem richtigen Weg und du kannst dich dazu entscheiden, jetzt auf diesem Weg zu bleiben, ihn weiterzugehen. Und wenn du möchtest, auch noch einen kleinen Turbo einzuschalten, indem du noch rascher deine Einzigartigkeit entdeckst. Das, was dich wirklich ausmacht. Wow, schreib es mir doch gerne mal ins Kommentarfeld rein, wie es dir dabei geht jetzt, wenn du das Replay anschaust, schreib es mir gerne rein. Ich freue mich über deinen, über eure Kommentare, über das Feedback. Und dann sehen wir uns morgen nochmal um 12.30 Uhr. Okay? Habt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Ciao.